und sprechen über Joshua Kimmich. Der hat beim FC Bayern ja noch einen Vertrag bis 2025, weckt jetzt aber langsam das Interesse einiger englischer Clubs. Ist das richtig? Das ist true. Tatsächlich, Newcastle hat sich nach Jo Kimmich erkundigt und ist interessiert an unserem deutschen Nationalspieler, dessen Zukunft beim FC Bayern tatsächlich offen ist. Kimmich hat uns nach dem Spiel gegen Hoffenheim nochmal Auskunft gegeben über seine Zukunft und hat relativ offen gelassen, was passieren wird. Er will vielleicht sogar vertragslos in die letzte Saison gehen, falls man sich nicht einigen kann. Aber ich hatte auch mit Christoph Freund ein Interview geführt und der meinte, man wird sich zeitnah mit Kimmich zusammensetzen und man wüsste sehr wohl, was man hat. Ich glaube, Newcastle kann sich jetzt nicht so viel Hoffnung machen. Platz 10 aktuell in der Premier League. Also bei Kimmich, da ist es schon so, es sollte ein Champions League Club sein. Allerdings, die Engländer haben Geld. Wir warten ab, was noch passieren wird.